Uttita Kurmasana ist die stehende Schildkröte, die aufgerichtete Schildkröte. Zwei Asanas werden als solches bezeichnet. Zum einen die Asana, wo du die Beine gerade ausstreckst. In diesem Fall ist es wie eine Variation des Kiebitzes mit gestreckten Beinen, die auch als Titi Bhasana bezeichnet wird, also Feuerfliege. Das ist also wie eine Schildkröte, die auf den Händen steht. Die zweite Übung, die als Uttita Kurmasana bezeichnet wird, ist von der Sitzhaltung ausgehend die Füße hinter dem Kopf verschränken, also letztlich die Waden oder die Achillessehne hinter den Nacken und dann diese Füße hintereinander verschränken. Du musst mit den Fußrücken und den Zehen das gut verschränken. Dann stützt du dich auf die Hände ab und hebst das Becken hoch. Und so bist du in der stehenden Schildkröte, der aufgerichteten Schildkröte, Uttita Kurmasana. Beide Variationen der Schildkröte haben große Anforderungen an Gleichgewicht. Die erste der Variationen braucht auch sehr starke Arme und Beine. Die zweite ist etwas entspannter. Du brauchst nur etwas Gleichgewicht. Letztlich die Zehen verhaken sich und die Hände sind auch in einem Gleichgewichtszustand.